du Potsau. Hey, Moment, wir sind wirklich nass, oder? Nee, doch nicht. Wäre noch so ein kleines, schönes Grafikdetail gewesen. Aber naja, man kann halt nicht zu viel verlangen. Ups. Ja, und wieder die Kreissägen an der Wand. Toller Architekt. Also sollte ich irgendwann mal ein Haus bauen lassen. Beziehungsweise ja, selbst mitbauen. Ja, dann hole ich mir auch so einen Architekten. Ich meine, Kreissägen und Stacheln und so, das ist schon cool. Ja, das ist schon cool. Das hat was. Auch effektiv gegen Einbrecher. So, da drüben geht es irgendwie auch noch lang. Na, dann gucke ich erstmal da. Bevor ich hier so straight weitergehe. Mhm. Okay. Unglaublich viel. Wird das nächste Mal gehe ich einfach straight weiter. Ich habe bis jetzt auch noch keinen Sarkophag wiedergefunden. Also zwei habe ich, aber jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Dann müsste auch mal wieder einer kommen. Aber das Spiel ist ja noch relativ lang. Ach, genau die Gegner. Ja, die sind fies, weil wir können so viele Gegner töten, wie wir wollen. Hier, ihr seht schon, der Typ erzeugt immer wieder neue. Das heißt, wenn der nicht stirbt, dann können wir hier unendlich abschlachten. Tja, deswegen machen wir es ganz schnell und schmerzlos. Oder schnell und schmerzvoll. Okay, Vase, dich werde ich nicht zerstören, weil ich habe alles, was ich brauche. Du kannst mir nichts mehr bieten. Tja, geh dich schämen, blöde Vase. Ich habe Fässer sowieso viel lieber, die sind nicht so laut, wenn man sie zerschlägt. Brauche nicht so viel Aufmerksamkeit. Okay, das hat mir unglaublich gut viel Dings, was wollte ich? Ach, egal. Hat mir viel gebracht. So, wenn ich das weiter drehe, dann passiert was. Oh! Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab irgendwann noch eine Fähigkeit. Also nicht nur das Wasser gefrieren, irgendwas gab es noch. Irgendwas Cooles. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht mehr was. Moment. Kann ich hier... Nee. Sei denn so, als ob da so, so ein kleiner Vorsprung ist, dass ich da hoch kann. So kleine rausguckende Steine aus der Wand. Hier wieder vorne links. Bleibt da doch... Du bist ja ein kleiner Drecksprinz. Nee. Da hatte ich die Zeit zurück. Da bin ich jetzt gerade... Nee. Das muss jetzt so. So kann man sich das ein bisschen erleichtern. Ja, das sieht irgendwie nach Kampf aus. Wow, ich bin gut. Man sieht sofort, aha, jetzt vom Gegner. Finde ich gut, dann kann man sich schon mal auf irgendwas freuen. Ich kann eigentlich mal wieder irgendeine Macht machen. Das hier vielleicht.
Ach, schon cool. Schönes Spiel. Ich hoffe ja auch irgendwann mal, dass es noch einen neuen Teil gibt, aber weiß nicht. Bis jetzt, ich habe mich da auch noch nicht weiter erkundigt, ob es da irgendwie, ob da irgendwas geplant ist. Aber ich glaube, es soll irgendwann noch einen neuen Prince of Persia Teil geben, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Mega cool wäre es natürlich, wenn das dann auch wirklich einen richtigen Multiplayer, vielleicht sogar so ein Koop-Ding irgendwie. Das wär cool. Das, dann auch wieder so Gegnermassen und so. Oh, das wär, ja, das wäre geil. Da wäre ich auf jeden Fall potenzieller Käufer. Also manchmal komme ich mit dieser Steuerung echt nicht zurecht. Ich bin einfach die Anstattsteuerung gewohnt. Und da ist das hier ein bisschen, da ein bisschen was, wo man sich erstmal umgewöhnen muss. So, zwei Wege. Ein Sarg. Ja, na. Das war Absicht. Ich wollte nur mal wieder die Zeit zurückdrehen. Weil das so ultra cool ist. Okay, das geht an. Hier wieder so und naja, fast. Nein, was mache ich denn? Ich komme immer auf R1. Das R1 ist einfach zu nah an X. Oh, ich habe gleich keinen Sand mehr. Das ist doch scheiße. Oh, danke. So, zack. Gut. Alles nur eine Frage des Timings. Kein Wunder, dass ich das nicht schaffe. Das ist... ja, Timing. Wie lange nehme ich überhaupt auf? Fast 40 Minuten. Ja gut, da mache ich noch, ja, den Part hier mal noch zu Ende und dann... Das ist mal gut für heute. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht. Wie bin ich, ja... ziemlich kaputt. Kommt wahrscheinlich vom Koksen. Nein, das meine ich natürlich nicht. Liebe Kinder, denkt doch nichts Falsches von mir. Framerate-Einbrüche. Nein! Framerate-Einbrüche. Die hatte ich heute noch gar nicht. Obwohl doch, ich glaube vorhin einmal kurz, aber das war nur so 2 Sekunden, habe ich gedacht, rege ich mich gar nicht drüber auf. Dieser Teil des Palasts wird auch die Oase genannt. Kein Wunder. Die Bäder. Erinnert wirklich sehr stark an The Sands of Time. Finde ich vom Aufbau hier irgendwie. Naja. Gut. Hallo Kollegen. Ja, ja. Er steht darauf. Ich habe ihn vorher gefragt. Ich habe ihn angerufen. Über Dosentelefon. Das gab's auch schon damals. Halt, nee, da gab es noch keine Dosen. Wayne, egal. So, das bringt mir nix. So, denken wir mal ganz kurz strategisch nach. Ha, sieh mal an. Nachdenken bringt, immer was. Ups, nein, wollte ich nicht. Bist du sicher, dass du die Szene überspringen möchtest? Nö. Oh, das sind so schön viele. Oh, ja, ich find's geil.
Ah, die dürfen auch ruhig mal ein paar Leute da oder ein paar Sandmonster erzeugen. Dann kann ich hier richtig schön Geschnetzeltes machen. Wie schön, ey. Das macht echt Spaß. Dann im Hintergrund noch diese heroische Musik. Bam. Oh, wie geil. Ey, ist der ganze Raum gleich leer. Na gut, das nicht, aber... Ey, das ist so mega geil. Ich liebe es. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Zu lange, zu lange. Ein zu Unrecht vergessenes Spiel. Ich kann noch stundenlang so weitermachen. Jetzt kommen wir hier noch einmal den geilen Sturm. Herrlich. Eigentlich muss man hier wirklich gar nichts sagen, man muss es einfach nur angucken und genießen. Das der Prinz gegen eine extrem hohe Zahl an Untoten. Nein! So töte ich vielleicht die komischen Typen da. Das will ich nicht. Komm, schnell andere Macht. Hier, das hier. Hau rein. Ich muss auch eigentlich einen Schnitt machen gleich. Ach, wie blöd! Ah, oh, das könnte ich offscreen auch so lange weitermachen. Es ist herrlich. Okay. Ich muss der Sache ein Ende bereiten. So leid es mir tut. Aho. Hey. Nein, das wollte ich nicht. Schade. Das war da. Oh, ich liebe sowas. Richtig geil. Richtig cool. Da brauche ich auch keine tollen Splatter-Effekte oder so. Das ist schon cool gemacht. Also gefällt mir. So. Bevor ich hier jetzt reingehe, würde ich sagen, mache ich erstmal einen kleinen Schnitt. Ansonsten müsste ich keinen Schnitt machen. Ich würde hier noch so lange weitermetzeln. Das macht mega Spaß. Wer das Spiel noch nicht hat, verkauft es euch und metzelt an dieser Stelle den ganzen Tag lang rum. Es ist super geil. So. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann hier weiter.
Ich mache jetzt eine Pause. Ich gehe jetzt erstmal, weiß ich nicht, weiter koksen. Nein. Sowas darf ich nicht sagen. Sowas mache ich auch nicht. Ich bin ja nicht Nadel. Oh nein. Kriege ich da jetzt Ärger irgendwie? Sieht ja keiner. Und ihr sagt es keinem. Wer? So, wir sehen uns dann im nächsten Part. Es geht weiter. Bla bla bla. Prince of Persia. Ja, geil. Metzeln. Bis dahin.